Ich begrüße Sie zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Willkommen hier im Weserstadion. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Theodor Gebrselassie, die Nummer 13. Milos Wilkovic, die Nummer 21. Ömer Toprak. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Sie wählen ein 5-3-2. Absicherung also in der Defensive. Aus der massiven Abwehr heraus sollen dann die Vorstöße kommen. Leonardo Bittencourt und mit der Nummer 7 Milot Rakitić. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Liebes Publikum und viel Spaß bei dieser Partie hier im Bundesweserstadion. Anpfiff und los geht's. Leonardo Bittencourt. Ludwig Augustinsson. Marco Friedl fängt diesen Ball ab. Arne Meyer. Fabian Klos. Die lassen den Ball gut laufen. Der Ball kommt wieder zurück. Arne Meyer. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Eggestein. Ballverlust, Maximilian Eggestein. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Schön dazwischen gegangen. Ritsu Doan. Cedric Brunner. Fabian Klos. Wird's jetzt gefährlich? Er holt sich den Ball. Leonardo Bittencourt. Kevin Möwald. Maximilian Eggestein. Leonardo Bittencourt. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Arne Meyer. Arne Meyer, Fabian Klos. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Jetzt haben sie den Ball. Guter Vorstoß da jetzt. Leonardo Bittencourt. Milot Rasch. Oh, da wäre jetzt Platz. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel.
Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 35, Maximilian Eggestein. Fabian Klos. Jetzt müssen Sie aufpassen. Cedric Brunner. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Arne Meyer. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Gute Aktion jetzt. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ballbesitz verloren. Werder Bremen hat, wenn wir uns die Statistik zum Ballbesitz ansehen, weniger von der Partie. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Was macht er draus? Klasse Pass. Das Tor. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Die Nummer 19, Manuel Prieto. Leonardo Bittencourt. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Fabian Klos. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Arne Meyer. Arne Meyer. Ball läuft da gut jetzt. Gefährlich. Sie geben den Ball ab. Kevin Möwald. Leonardo Bittencourt. Eggestein. Kevin Möwald. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Cedric Brunner.
Cedric Brunner. Fabian Klos. Arne Meyer. Cedric Brunner. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Fabian Klos. Arne Meyer. Ritsu Doğan. Er spielt den Pass zurück. Und da ist der Ball wieder weg. Egestein. Milos Veljković. Kevin Möwald. Leonardo Bittencourt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Milo Drašica. Das könnte was werden jetzt. Maximilian Eggestein. Leonardo Bittencourt. So, die Führung. Herr Wolf, jetzt haben Sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau und dann geht es kaum besser. Aus der Halbdistanz mit Effet technisch brillant gemacht. Der Keeper kann nur zuschauen. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Die Nummer 7, Milo Drašica. Pass auf außen. Fabian Klos. Ritsu Doğan. Sie lassen den Ball gut laufen. Das könnte was werden. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ritsu Doğan. Arne Meyer. Arne Meyer. Schauen Sie einfach mal vorbei. Wir freuen uns immer über Ihren Besuch. Sie suchen die Lücke. Fabian Klos. Den spielt er wieder zurück. Arne Meyer. Gute Aktion. Fabian Klos. Kann er was draus machen? Sehr gut aufgepasst. Kevin Möwald. Milo Drašica. Eggestein. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ich muss sagen, wie überzeugend Sie hier generell Ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Alle ständig in Bewegung. Jetzt der Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen.
Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Und da ist der Ball wieder weg. Milos Veljković. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Kommt jetzt die Flanke. Arne Meyer. Macht er gut. Arne Meyer. Arne Meyer. Cedric Brunner. Arne Meyer. Ja, könnte was werden. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er macht sein Tor, holt den Sieg. Ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genauso hat er sich das vorgestellt. Milo Rashid. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Das Tor. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Jetzt der Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen.